Hier haben wir einen Adapter, mit dem ich Nikkor-Objektive an das Olympus Micro Four Thirds System anbringen kann. Ich werde Ihnen erstmal zeigen, wie das funktioniert. Der Adapter sieht so aus, solide verarbeitet, wie alle unsere Adapter, muss man einfach sagen, ist so. Tatsachen kann man einfach wegreden. Und hier haben wir die zweite schöne Sache, die neue Olympus Pen, das Objekt der Begierde. Ich habe die hier vorliegen, beziehungsweise wie Sie sehen hier mit diesem Pancake-Objektiv, was da dran ist. Das ist eigentlich im Prinzip eine schöne Geschichte. Es ist klein, schlank und so weiter. Ich habe allerdings bei Aufnahmen feststellen müssen, dass es also an harten Übergängen wirklich zu Farbsäumen kommt. So ähnlich wie ich das bei der Leica M8 auch schon mal gesehen habe. Und ich habe also mit diesen manuell fokussierbaren Objektiven dieses Phänomen nicht gehabt. Ich vermute mal ganz stark, das liegt also wirklich hier an dem Objektiv. Macht für mich eigentlich nicht so wahnsinnig viel Sinn, aber gut, muss jeder selber wissen. Als erstes werde ich also jetzt hier dieses Nikkor-Objektiv, das ist ein Autofokus Nikkor 1,850mm, an den Adapter anbringen. Das ist auch eine relativ einfache Geschichte. Wir haben hier diesen roten Punkt, der muss mit dem weißen Punkt auf diesem Objektiv hier in Übereinstimmung gebracht werden, ansetzen, dann dreht man das Ganze, bis es einrastet. Ja, wenn Sie es gehört haben. Hier oben ist ein Knopf, der ist praktisch zum Lösen. Das heißt, wenn ich diesen Knopf in diese Richtung runterdrücke und gleichzeitig dann den Adapter drehe, dann kann ich den Adapter wieder lösen. Also ansetzen, runter, lösen. Beim Ansetzen sehen Sie auch, wie der Nippel wieder hier einrastet. Der geht einmal kurz nach unten und dann nach oben. Zack. So, wenn das passiert ist, einfach hier das lustig aussehende Pancake abnehmen, damit ihr keiner Herzschmerzen bekommt, natürlich auch einen Deckel drauf. Ich weiß ja, dass ja viele Leute das ganz toll finden. So, jetzt hier einfach auch wieder roter Punkt am Bajonett, roter Punkt am Adapter ansetzen, drehen, einrasten. Das hat man glaube ich auch gehört. Zack, zum Lösen ganz normal über die Taste der Kamera einfach wieder das Ganze losmachen. Das Schöne an diesen alten Objektiven ist, beziehungsweise an diesen manuell fokussierbaren Optiken ist, dass meiner Meinung nach die Abbildungsqualität besser ist als die von so einem mitgelieferten Pancake zum Beispiel. Von Zoom brauchen wir jetzt gar nicht anfangen zu reden. Da habe ich auch eine ziemlich festgelegte Meinung. Und ich habe natürlich hier die Möglichkeit, wenn Sie das sehen können, im Display hier durch die Kamera, wenn ich das manuell einfach fokussiere und scharf stelle, da wird die Sache dann sehr interessant, da ja die Olympus auch einen HD-Filmmodus hat. Und wenn ich hier also praktisch einfach wie bei den großen Kameras immer das gewohnt ist, also von der optischen Haptik aus dem Fernsehen, kann ich hier also wirklich so, wie ich das will, den Schärfepunkt bestimmen und bei Offenblende schön freistellen. Das ist eine tolle Geschichte. Also für mich gar keine Frage, die Olympus ist eine schöne Kamera, macht für mich aber eigentlich erst richtig Sinn mit einem ordentlichen Objektiv dran. Autofokus brauche ich nicht, habe ich früher auch nicht gehabt, wo ich angefangen habe zu fotografieren. Von daher kein Thema. Also, so sieht das also aus. Nikon Objektiv, beispielhaft 50 mm an der Olympus Pen.